Die Moveo Kastenwagen, ja, eine der beliebtesten Kastenwagen in ganz Deutschland. Und jetzt haben wir die komplette Modellpalette, so ziemlich die komplette Modellpalette vor uns. Und sogar in den 2020er Farben. Es gibt nämlich ganz neue Farben. Immer noch schwer im Trend ist matt-schwarz. Und wir machen jetzt mal eine Übersicht über die einzelnen Modelle, mal quick and dirty, und werden dann einzelne Videos zu jedem Modell erstellen. Wir stehen im Saarland. Ja, und hier ist Jürgen Jung. Grüß dich, Jürgen. Hallo, Sven. Ja, und du hast einen neuen Kollegen. Ich habe einen neuen Kollegen. Der ist nicht mehr so neu, der ist schon ein paar Tage da. Er ist schon ein paar Tage alt. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Hugo, bin 26 Jahre alt und bin seit knapp 6 Monaten bei der WVS. Und ist schlimm? Sehr gut, wirklich. Ich bin im Team von Jürgen Jung. Läuft ziemlich gut zwischen uns, ja. Ja, er ist Elektromeister, du weißt, ja. Er nimmt alles sehr genau und ist sehr, sehr pedantisch. Das heißt, also er will nur absolute Qualität haben. Ist das gut, Moveo? Das ist super. Also ich bin sehr überzeugt von Moveo. Warum? Weil die Fahrzeuge haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Die haben in der Serie, die sind großzügig, sehr großzügig in der Serienausstattung. Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Fahrzeugen stimmt auf jeden Fall. Und natürlich die Optik ist klasse. Also die sehen toll aus, Jürgen. Leichtmetallfelgen, matt-schwarz, matt-glänzend in der Kombination. Das sieht schon sehr schick aus, oder? Ja, also es gibt in den Farbgebungen im Prinzip zwei Renner. Das ist einmal der schwarze Eisengrau und dann auch der silberne. Das sind so die drei, wo wir die meisten Stückzahlen verkaufen. Muss aber sagen, jetzt in dem 2020er ist auch noch eine zweite Farbe, die sehr stark nach vorne schießt. Das ist, ich sage immer, dieses Audi Grau. Audi Grau. Ich sage immer Audi Grau, weil es ist so ein spezielles Grauton, der, ich glaube, von Audi zuerst mal bei den neuen ich zeig's mal gerade, da vorne so, steht's. Genau, vorgestellt wurde. Und ein sehr sportliches Grau, jung, dynamisch. Also von daher ist das so eine Farbe, die im Moment bei uns auch ganz stark nachgefragt wird und auch geht. Ja, ich habe eine gute Nachricht. Wenn man sich vertan hat, kann man sie ja immer noch folieren. Kann man, ja. Aber alle, die bisher das Auto gesehen haben, haben gesagt, super sieht der aus. Auch mit den schwarzen Lackierungen oder Beklebungen an der Seite. Macht einen sportlichen Touch und mit den Aluminiumfelgen gefällt das selbst Elternleuten sehr, sehr gut. Und da war ich schon sehr stark überrascht, weil ich geglaubt habe, es wäre eine Farbe, die halt nur bei jüngeren Publikum sehr stark zieht. Aber da habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Was heißt denn bei dir alt? Also ich bin jung, von daher alles das, was über mir liegt. Wie alt bist du? Ja, 47. Das stimmt doch gar nicht. Du bist viel älter. Warte mal, egal. So, ja, fangen wir vielleicht mal hier an. Das ist übrigens vielleicht mal zum Vergleich, das ist die nächst kleinere Klasse, das ist so ein Easy Camper, der da ist. Und das ist so VW-Bus-Klasse und das hier ist Van-Klasse. Genau, also das ist jetzt eine ganz normalen Easy Camper, ist ein Van, ist ein T6-Basis von VW. Man kann dieses Dach hochstellen, ist ein Fahrzeug für am Wochenende zu fahren, für zu campen, für junge Leute, auch natürlich ältere Leute, klar. Aber man hat halt nicht im Inneren so den Luxus, man hat keine Toilette, man hat nur ein ganz kleines Kochfeld, man hat wenig Wasser. Also ein reines Multifunktionsfahrzeug sozusagen. Ja, die anderen, also wir machen einen Schnelldurchlauf. Also hier haben wir welche Fahrzeuglänge? Das kommt ja sehr vielen Leuten, kommen kurze, kompakte Fahrzeuge sehr entgegen. Das ist ein 6 Meter langer Moveo-Kastenwagen. Mit zwei Einzellängsbetten. Mit zwei Einzellängsbetten. Der ist 6 Meter lang, richtig? 5,99 Meter lang. 5,99 Meter. Das hat auch mehrere Gründe. So, also 5,99 Meter zeigen wir gleich. Die Bezeichnung von dem Fahrzeug, Jürgen? Also das wäre der Moveo 60 EB. EB für Einzelbetten. Genau, EB. So, direkt daneben haben wir in der Farbe Grau. Das ist so ein, nicht ganz grau. Es geht so ein bisschen in grün-grau-metallic, sowas. Ist Eisengrau. Also Eisengrau. Eisengrau, okay. Genau. So, der ist wie lang? Der ist auch 6 Meter, also 5,99, 6 Meter und ist auch in EB, also auch wieder Einzelbetten. Einzelbetten, wir zeigen mal ganz kurz rein. Auch den werden wir jetzt in einem einzelnen Video nochmal vorstellen, dass Sie das sehen. Einzelbetten haben natürlich den Vorteil, dass man, ich sag mal, den Hauptplatz in dem Fahrzeug wirklich zum Liegen hat. Und auch lange Leute haben hier viel Platz. Ich kann auch aufstehen, ohne den anderen zu stören. Genau das. Der Gedanke war dessen, weil der Großteil der Leute mit den sogenannten Kastenwagen sowieso nur zu zweit fährt. Und wenn man zu zweit fährt, dann legt man halt großen Wert auf Luxus. Und Luxus fängt auch schon beim Schlafen an. Bedeutet, man möchte, wenn man nachts mal auf die Toilette muss, nicht über den anderen drüber krabbeln, sondern man möchte eben ganz seriös alleine aus dem Bett aufsteigen können, die Toilette benutzen und dann eben wieder sich hinlegen. Und das ist bei diesen Fahrzeugen eben problemlos möglich. Wenn ich ein Querbett hätte auf 6 Meter, müsste ich immer über den anderen drüber steigen.
wenn du mal gerade noch eine Minute noch mal reingehst mit der Kamera, man sieht jetzt hier, wo ist denn die Länge dann verschwunden? Man sieht, dass jetzt bei diesem 6-Meter-Fahrzeug ein vollwertiger Tisch da ist. Die zwei Personen würden hier auf diesen beiden Pilotensitze, Drehsitze sitzen. Man könnte Fernsehen schauen und dieser Tisch kann man auf dieser Schiene hinten verschieben, so dass man da problemlos essen kann. Hier gibt es eine kleine Verlängerung, die man auch rausziehen kann, so dass man, so wie ich jetzt sitze, auch hier trotzdem mit zwei Personen sitzen kann. Also der Tisch ist hier, ist noch arretiert, weil er neu ist, kann man hier vorschieben. Mhm. Und man hat eben nur in Anführungszeichen, eine Notsitzbank. Das heißt, das Fahrzeug ist im Prinzip nur zugelassen für zwei Personen, weil diese Bank, die hier unten ist... Die hat keine Anschallmöglichkeit. Genau, entweder zum Füße drauflegen oder wenn man sich mal einfach hinsetzen möchte. Oder es kommt hier noch ein Campingplatz, den man kennt, der kann sich mit dazusetzen. Der kann sich mit dazusetzen. Ich sage immer zum Kartenspielen, fürs Kartrunde. Das heißt, die haben jetzt auch eine Zulassung für zwei Leute. Genau, Zulassung für zwei Leute. Und das ist eigentlich so die meiste Kundschaft, die mit diesen Fahrzeugen fährt. Die sind meistens nur zu zweit. So, dann kommen wir raus. Wir machen einen Schnelldurchgang. Wir stellen jedes Fahrzeug nochmal einzeln vor. Das verspreche ich euch. Gibt es ein einzelnes Video zu. 5,99 Meter. Dann haben wir diese tolle neue Farbe. Hier Version 140 PS, 2,3 Liter. Die haben, je nachdem, wie sie ausgestattet sind, ganz andere Möglichkeiten, muss man auch dazu sagen. Deswegen muss man vorher auch so ein bisschen wissen, für was ist denn das Fahrzeug gedacht? Fahre ich mit zwei Leuten? Brauche ich es vielleicht auch das ganze Jahr über als Ersatz fürs Auto? Das ist auch für die Länge wichtig. Genau, also man muss sich Gedanken machen, wie man das Fahrzeug einsetzen will, weil es ein reines Zweitwagenfahrzeug sein soll, was bei den meisten der Fall ist bei diesen Fahrzeugen. Dann kommt es auf die Länge an. Bei 6 Metern passe ich auf jeden Parkplatz bei Aldi, Lidl oder Schibo. Und ich habe halt dann die Möglichkeit, dieses Fahrzeug als einfaches Zweitwagen einzusetzen, das ganze Jahr über. Und habe halt dann die Möglichkeit, eben ganz normal damit an Wochenenden oder im Sommer oder in den Ferien halt in Urlaub zu fahren. Hm. Unabhängig von dem, was irgendwo um mich herum ist. Also ich setze mich abends rein, packe meine Frau und meine Klamotten und fahre los. Das ist der oder halt den Mann. Es gibt ja immer mehr Frauen, die fahren auch selber. Oder die Frau packt den Mann ein. Genau. Ich wollte nur mal hier die Gleichberechtigung. So, ja. Auf Formen, Farben, wie das Ganze ist, da gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten. Da kannst du mir vielleicht auch mal gleich ein bisschen was erklären dazu. Gleich. Aber was ist denn so die meistgewünschte Farbe innen? Also die meistgewünschte Farbe innen an den Polstern, das ist das einmal das Plum. Also das ist das komplett einfarbige Kunstleder in dem cremige Farbe. Ja. Und die Farbe, die wir jetzt hier neben dran haben, das ist einmal das Club. Das Club ist auch also so ein cremeweiß, ja. Genau, das ist das zweifarbige Kunstleder. Gut, hat natürlich einen Vorteil, wenn sie hell sind, darauf gehen wir aber nochmal ein. Das ist gar nicht mehr so schlimm mit den Jeans und Co. Nee. Kann man abwaschen. Überhaupt sind die ganzen Sachen sehr, sehr pflegeleicht. Wie ist hier die Fahrzeuglänge? Also bei dem haben wir jetzt einen 630er mit Einzelbetten und der hat dann auch wieder die zweite Sitzbank drin. Heißt also, das Fahrzeug ist dann wieder zugelassen für 4 Personen. Okay, das heißt dann 4 Sitzer, wenn ich dann doch mal mit dem Enkelchen fahre. Genau. Ah ja, jetzt sieht man es. Jetzt sieht man auch, wo der Platz hingegangen ist. Genau, das ist der Platz der Längsbetten bei 6 Meter. Da ist eben der Platz hingegangen. Irgendwo muss man einsparen. Was mir wichtig war bei dem 6-Meter-Fahrzeug, genau wie im 630, du hast eine vollwertige Dusche. Du kannst beim 6 Meter auch die Toilette unter das Bett schieben und du kannst im Prinzip in dieser Dusche beim 6 Meter wie beim 6,30 Meter vollwertig duschen und dich auch frisch machen oder schminken oder. Du hast immer ein Tageslichtbad mit einem Dachfenster drin, abklappbare Waschbecken. Also alles das wie beim 63er ist jetzt auch beim 60er genau das gleiche mit Ausnahme der Sitzbank. Ja, und da stellt sich bei mir direkt die Frage, warum nehmen nicht alle Leute direkt den 630er? Aber 30 cm macht schon einiges aus, unter anderem bei der Fähre. Da gibt es zum Beispiel auch noch entsprechende Längen, die da sind, Jürgen. Ja, also es gibt einen Preis bis 6 Meter bei den Fähren und es gibt einen Preis von 6 Meter bis 8 Meter. Und dementsprechend ist der zweite Preis natürlich etwas teurer. Aber da ist die Fähre nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium zwischen 6 Meter und 6,30 Meter ist meistens dann doch der dritte und vierte Platz. Okay, verstehe. Weil ich möchte mal mein Enkelkind mitnehmen. Ich möchte mal meine Tochter eventuell mitnehmen, weil ich es als Zweitfahrzeug einsetze. Und dann überlegt man sich, okay, dann nehme ich doch lieber den 630er in dem Fall. Hab zwar 30 cm mehr Länge. Parkplatz muss man dann schauen. Je nachdem steht er ein bisschen hinten raus. Gut, 6 Meter ist ja auch nicht gerade kurz. Nein, aber es ist nicht problematisch. Und das ist die Entscheidungskriterium zwischen 6 Meter oder 6,30 Meter. So, das kann man aber individuell dann auch sehen in den Videos, was haben die mehr, was haben die weniger. Das hier ist auch 630? Das sind alles 630 Fahrzeuge, genau.
Gut. Dann haben wir jetzt mal einen Überblick, was alle genau zu bieten haben. Das könnt ihr in einzelnen Videos jeweils sehen, denn die Unterschiede sind im Detail. Zum Beispiel hier. Der letzte ist jetzt wieder was anderes. Der letzte ist auch ein 630er, aber der hat was ganz Besonderes. Das ist ein sogenannter DBL. Das was? Heißt, ein DBL ist, der, ist die Typenbezeichnung. Das nennt sich Lodge, also Doppelbett mit Lodge-Sitzgruppe. Also, du siehst jetzt, der hat eine ganz andere Tischvariante vorne. Er hat hinten ein Doppelbett, also dieses Querbett. Das ist für Leute, die sagen, mir macht das nichts aus, übereinander zu steigen in der Nacht. Oder ich brauche das sowieso nicht, weil ich nachts nie aufstehe. Ich gehe vorher auf die Toilette. Aber ich habe hier diese Lodge-Sitzgruppe. Du siehst, du hast eine Gruppe, also mit dieser Seitenbank, mit dieser L-Sitzgruppe. Und es gibt eben für dieses Teil hier auch noch ein Kissen. Warte mal, ich komme mal kurz hier rum, da kann man es ein bisschen besser zeigen. Es gibt hier ein Kissen, was man hier drauflegt, sodass man hier auch noch zusätzlich einen Sitzplatz hat oder eine Fußlehne für diesen Sitz. Warte, ich zeige es mal gerade komplett. Das heißt, ich habe einen wirklich großen Raum innen. Das Bett ist ein bisschen kleiner, also viele kuscheln sich ja auch ineinander. Jetzt ist ja auch nicht jeder 1,80 Meter oder 1,90 Meter groß. Ja. Es gibt ja viele Leute, die sind nur 1,75 Meter und so. Außerdem ist man ja auch nicht immer ganz gerade, wenn man schläft. Man ist ja meistens doch ein bisschen angewinkelt. Also erstens das, bei dem hier, das ist das Fahrzeug für Leute, die 1,90 und mehr haben. Echt? Weil, ja, du hast ja hier ein lichtes Maß innen von 2 Meter. Du hast ja ein lichtes Maß innen von 2 Meter. Das Fahrzeug ist 2,10 Meter breit, also du hast in jedem Fall 2 Meter Bettlänge. Das hast du beim Einzelbett unter Umständen auf der einen Seite nicht. Da hast du nur 1,85, 1,88. Hier hast du aber 2 Meter lichtes Maß. Also der, der 2 Meter ist, das ist auf jeden Fall immer das Querschläferfahrzeug, also mit Doppelbettversion, immer das Bessere, weil er halt einfach länger ist. Okay, verstanden. Wieder was gelernt. Ja, das werden wir zeigen in Einzelvideos. Und wie das Ganze auch ausgestattet ist, das zeigen wir euch gleich mal. Ich mache noch mal kurz den Überblick, die Übersicht, denn so viele Fahrzeuge auf einmal hat man ja selten. Das sind sie, die Moveo Kastenwagen. Vielleicht noch allgemein ein, zwei Punkte dazu. Die werden wo gefertigt? Also das sind Fahrzeuge, die werden bei Pilote gefertigt. Das ist eine Marke von Pilote in Frankreich. Und die Fertigung und die Ausstattung geben wir im Prinzip vor. Das heißt, dieses All-in-One-Paket, was alles drin ist zu diesem super günstigen Preis, ist einzigartig in Europa. Es gibt bis dato keinen Hersteller, der die vergleichbare Ausstattung zum vergleichbaren Preis anbietet. Wenn man schaut, die Leute kommen nicht umsonst aus Schleswig-Holstein, aus Rostock, aus Zürich, aus Wien zu uns, um diese Autos zu kaufen, weil wir im Schnitt immer zwischen 5.000 und 10.000 Euro billiger sind wie jeder Mitbewerber am Markt. Ja, jetzt könnte ja auch die Ausstattung ein bisschen schlechter sein. Wie ist die Verarbeitung? Die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Es gibt keine schlechte Verarbeitung. Jeder, der kommt, sagt uns das auch immer wieder, dass er im Vergleich zu allen anderen Marken, die er sich angeschaut hat, begeistert ist über das Design und über die Verarbeitung, wie die Fahrzeuge verarbeitet sind. Mit Liebe, ja. So, ich zeige es mal gerade. Aber das können wir im Detail auch nochmal zeigen. Also wir werden euch gleich auch in den anderen Videos zeigen, wie funktioniert das mit der Technik, die drin ist. Da gibt es mittlerweile Tablets zur Bedienung mit allen drum und dran. Das Ganze ist auch sehr zuverlässig. Wie geht das mit dem Radio? Und wie kann ich denn überhaupt in so einem Fahrzeug leben? Also die ganzen Details, die werden wir mal zeigen. Ist ein Fernseher meistens dabei? Fernseher ist immer dabei. Immer dabei. Ich sage es vielleicht mal, was immer dabei ist. Es ist immer in dem All-in-One-Paket, ist immer dabei die automatische SAT-Anlage mit dem TV, mit integriertem Receiver. Es ist immer dabei eine Solaranlage, 120 Watt. Es ist immer dabei zwei Aufbaubatterien, nicht wie die vielen Mitbewerber nur eine. Es ist immer dabei eine Thule Markise. Es ist immer dabei ein Radträger an der Hecktür. Es ist immer dabei Aluminiumfelgen, es ist immer dabei Aluminiumlackierung, es ist immer dabei ein Radio mit Rückfahrkamera. Okay, also doch recht voll, oder? Und es ist immer dabei, ich bin noch nicht fertig, die Eintrittsstufe elektrisch, es ist immer dabei das Fliegengitter in der Aufbautür und es ist immer dabei die Lederausstattung. Super, ja. So, wir müssen Schluss machen. Denn wir werden jedes Fahrzeug ja nochmal extra zeigen im eigenen Video. Wo findet man denn die Fahrzeuge, wenn ich sie kaufen möchte? Ja, wir sind die Firma WVS Wohnmobile im Saarland oder Wohnmobile-Saarland einfach eingeben. Und dann findet man unsere Internetseite und man findet uns da. Wir sind in Saarlouis, also französischen grenznahen Gebiet, Saarbrücken,
Einfach anrufen, Termin machen und vorbeikommen. Ja, ansonsten schaut euch die einzelnen Videos an. Da sind sie, die Moveos, alle Modelljahr 2020. Und einzelne Videos gibt es gleich. Wenn ihr Lust habt, einfach googeln Wohnmobile Saarland oder wohnmobile-saarland.de. Da findet ihr alles. Danke, Jürgen. Und danke, Hogur. Hogur, danke. Ja. Tschüss.